Hallo zusammen, heute geht es wieder um den Katalog und zwar um die Seite 29. Den Katalog könnt ihr downloaden und es geht um den Verschluss hier und um die Türe allgemein. Und wir haben ja zwei Modelle. Das eine ist der Modell mit dem Kompressor hinten integriert, so wie das hier. Und der andere ist der Kompressor bei der Auslieferung oben drauf stehen. Und den Kühlschrank schauen wir von oben her an. Hier ist einfach mit Klebeband der Kompressor hier fixiert. Also das ist bei der Auslieferung, ist er lose. Das müsst ihr so fixieren und dann kann man mit dem Kühlschrank arbeiten. Wir stellen den mal auf die Seite, wir schauen das an dem Kühlschrank hier an. Und zwar, wenn wir zum Beispiel den Kühlschrank umwandeln möchten oder das Türblatt rausnehmen, dann legen wir den Kühlschrank am besten auf den Rücken. Und ich habe auch einen Kommentar von Andy bekommen, ich soll doch mal einen Kühlschrank von unten zeigen. Das können wir jetzt gerade durchführen. So ein Kühlschrank sieht von hier, von unten so aus. Der ist jetzt mit Schutzfolie voll, die kann man natürlich wegziehen und hier habe ich den Träger vom Kompressor. Und bei dem Kühlschrank hier, den kann ich auch auf den Rücken legen. Da habe ich ein durchgehendes Gehäuse. Da habe ich hier die Naht, weil der Kühlschrank wird so aus einem Blech gefertigt. Und ja, hier ist die Trennung, hier ist das Schäumloch, da wird der Schaum beim Schäumen eingefüllt. Habe ich sicher auch schon ein Video gemacht, wie wir schäumen. Und auch hier habe ich das Schäumloch und der Schaum geht da rein, es wird entlüftet, es wird ja gewartet, bis da die Luft rausgekommen ist. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Behälter, der steht auf dem Kopf, der Kühlschrank. Ist ein Hohlraum, da wird der Polyurethan reingefüllt und dann steigt er. Das nennt man auch Steigen vom Schaum. Die Luft wird rausgedrückt aus diesem Behälter und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo der Schaum kommt und dann wird hier das Loch zugemacht. Und besser ist eigentlich, wenn noch ein bisschen Schaum kommt, dann ist sicher keine Luft drin. Ja, jetzt haben wir diesen Kühlschrank hier und hier haben wir bei dem und bei dem hier oder bei der ganzen Serie haben wir hier ein Dekor drin. Und das Dekor wechselt man am besten aus, indem man hier die Türe entweder ganz wegnimmt oder hier die Scharniere löst. Also ich löse hier die Scharniere. Das ist eigentlich hier nur eine Gegenhalterung. Das muss ich nicht ganz lösen, sondern nur, dass die Scharniere aus dem Weg sind. Weil ich hier mit Neugeräten arbeite, ist hier noch eine Kunststofffolie drauf. Also hier ist diese Kunststofffolie drauf. Die müsst ihr wegziehen. Wenn ihr den Kühlschrank einbaut, diese Folie wegziehen, das ist keine Hexerei. Und hier habe ich drei Kreuzschlitzschrauben. Diese drei Kreuzschlitzschrauben kann ich auch rausdrehen. Wenn die Schrauben draußen sind, kann ich das Profil hier wegziehen. Und dann hat es hier auch wieder Schaumrechten. Hier ist auch das Loch, wo der Schaum eingefüllt wird, weil die Türe ist ja auch ein Hohlbehälter beim Schäumen. Und jetzt kann ich diese Folie hier, das ist so von hier, kann ich anheben und kann die rausziehen. Was eine Alternative ist, ist so ein Vakuumgriff, wie man hat zum Scheibenheben, hier drauf. Es kann sein, dass hier irgendwo ein Kleber ist, der ein bisschen klebt, aber in der Regel sind die Panels lose und ihr seht, das ist wirklich hier nur eine Folie und die kann ich so rausnehmen. Ich kann die entweder neu lackieren, das ist eine Möglichkeit, oder ich kann zum Beispiel auch ein Chromstahlblech reinschieben oder folieren und dann wieder reinschieben. Weil ich ja jetzt nicht irgendwie eine andere Folie reinmachen, nehme ich die wieder. Ich schiebe die hier wieder rein. Ist ein bisschen gewuselt, bis die dann wieder drin ist.
aber die Folie kann dann so wieder reingeschoben werden und so kann ich auch wieder das Profil montieren hier unten. Richtig rum, das wäre so. Wenn ihr nicht richtig rum macht, merkt ihr das eigentlich schon, weil es passt nicht sauber. Und hier unten kann ich die Schrauben wieder reindrehen. Von Hand zuerst ein bisschen rein und dann mit dem Schraubenzieher hinterher drehen. Ich habe jetzt die Schrauben reingedreht, aber die Scharniere hier habe ich noch nicht montiert. Das hat so seinen Grund, weil es gibt ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel den Schrank umzubauen. Habe ich schon ein Video sicher gemacht darüber, verlinke ich euch in der Anker. Ich kann die Türe hier so wegnehmen. Ich habe hier oben einen Bolzen mit einem Zweierschraubenzieher, Schlitz, kann ich den rausschrauben und auf der Seite wieder reindrehen. Und hier auf der Türe muss ich diesen Deckel hier rauspopeln. Man sieht es hier und hier, also eigentlich muss ich im Vordern, jetzt habe ich die Türe so auf dem Kopf. Man sieht diesen Nippel oder Loch, den muss ich rausmachen und auf der Seite muss ich die wieder reinmachen. Und das Scharnier, das sieht man hier, ist mit zwei Kreuz, nee, nicht das Scharnier, der Verschluss, mit zwei Kreuzschlitzschrauben befestigt. Und auf der Seite hat es zwei Deckel, die rausnehmen, wenn ihr die zerstört. Ich mache einmal eine schwarze Schraube rein, so als Abdeckung, als sauberen Abschluss. Und dann kann man das hier dann wieder einhängen und dann das Scharnier montieren. Ich verlinke euch ein Video in der Endcard, da geht das ums Gleiche. Aber gehen wir zum Verschluss. Jetzt muss ich zuerst das Scharnier wieder montieren hier. Das Scharnier habe ich jetzt wieder angezogen, das hat Schlitzlöcher. Das heißt, ich kann hier die Türe ein bisschen heben, beziehungsweise ein bisschen links und rechts schieben. Wichtig ist, dass die Türe nicht durchhängt oder auf der Seite schräg raussteht und dass es nicht so weit vorne ist. Wenn ich den Schrank jetzt wieder aufstelle, dass ich hier, dass die Türe schließt. Das kann man probieren mit einem Blatt Papier, ob das hält. Hier habe ich zum Beispiel so ein A4-Blatt. Das heißt, ich mache die Türe auf, klemme das hier rein und das muss dann so mit ein bisschen Zug halten. Ja. Oder ich nehme eine Taschenlampe, stelle die Taschenlampe rein, warte bis draußen dunkel ist und schau, ob ich hier irgendwo Licht sehe, weil wenn ich irgendwo Licht sehe, ist es nicht dicht. Und wenn die Türe nicht dicht ist, wandert Wasserdampf von außen gegen innen. Und dann ist die Folge, dass innen dran Eis entsteht. Also wenn im Kühlschrank drin Eis entsteht, kommt das Eis, ist ja Wasser, von irgendwo her, entweder von draußen oder aus den Produkten. Also Friel, Gemüse und Salat, die offen sind, die dampfen aus. Auch offene Wasserkaraffen, die dampfen aus und das schlägt sich am Kühlelement nieder. Ja, jetzt kommen wir hier zu diesem Verschluss. Da muss ich die Kameraeinstellung wahrscheinlich ändern. Jetzt sehen wir hier den Verschluss von oben, wenn ich die Türe aufmache, geht das so runter und dieser Teil hier, der hängt hier an dieser Nase ein. Das sehe ich hier, an diese Nase hängt er ein. Und hier habe ich eine zweite Nase, also das heißt, wenn ich jetzt den Verschluss wieder zumache, dann sehe ich, der Kühlschrank ist offen und ich habe hier eine Lüfterstellung. Hier habe ich natürlich das Problem wieder vom Vereisen. Also den Nippel hier wieder rüberschieben und den Verschluss wieder zumachen. Ich habe auch hier oben Schlitzlöcher, dass ich das Ganze hier einregulieren kann.
dass die Türe stimmt, eigentlich beim Ausliefern sollten die so sein. Kann aber sein, dass sich das mit den Jahren verschiebt. Oder beim neuen Gerät, wenn ich zum Beispiel einen Transportschaden habe, dass hier ein Schlag auf die Türe kam oder durch die Verpackung, teilweise sieht man das nicht, dass hier zum Beispiel das Teil, wo der Bolzen ist, verschoben ist und dann hängt die Tür ein bisschen und sie schließt dann auch nicht. Also die Türe sollte an sich so schließen und so leicht aufmachbar sein. Ich kann hier links und rechts verstellen, hier hin und her verstellen. Also die Scharniere sind nachjustierbar. Ja, das soll es gewesen sein von der Tür. Hier habe ich den 66F. Habe ich noch kein Video, da kommt jetzt dann eins. Mache ich euch einen Link auf diesen Kühlschrank hier. Hier oben. Und hier unten ein Video vom Umbauen von der Türe, Band links, Band rechts, weil die Geräte hier, die sind alle umbandbar und das zeige ich jetzt dann noch die größeren. Morgen kommt ein Video und ich wünsche euch einen schönen Tag.